liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit einer ausgewogenen Ernährung kann man viel für die eigene Gesundheit tun. Und im Winter besonders wichtig, das Abwehrsystem stärken. Früchte und Gemüse aus unserer Frischproduktenabteilung sind zum Teil wahre Vitaminbomben und bringen uns fit durch den Winter. Aber auch Bewegung, Spaziergänge an der frischen Luft oder sportliche Betätigung sind im Winter besonders wertvoll. Wer vom Wetter unabhängig möchte bleiben, findet in unserem Bau und Hobby günstige Fitnessgeräte von der Marke Kettler zum daheim trainieren. Das Chrom-Hantelset zum Trainieren von Arm, Brustkorb und Schultern ist 20 Franken günstiger. Der Home-Trainer Opal für variantenreiches Training kostet jetzt 200 Franken weniger. Und der Home-Trainer Esprit fördert Fitness zum Hip-Preis von nur 449 Franken. Viel trainiert im letzten Jahr haben unsere beiden Gäste, und zwar unter extremsten Bedingungen. Herzlich willkommen im Studio, Herr Dr. Vezzini und Herr Pfluger von Spirit of Bike. Das Technologieprojekt HTA Biel Spirit of Bike ist bekannt worden mit der Teilnahme an der World Solar Challenge über 3000 Kilometer quer durch Australien. Das klingt nach Abenteuer. Ja, das stimmt, Susanne. Vor allem, weil es ja nicht nur ein Technologie-, sondern auch ein Sportprojekt war. Wir haben ein sehr leistungsfähiges Velo in der kürzesten Zeit entwickelt und dann aus 10 Alltagssportlern eine Equipe geformt, die 3000 Kilometer in knapp 6 Tagen hinter sich gebracht haben. So, jetzt übernehmen wir aber die Kochlöffel zusammen mit dem Andy Zaug. Passend zum heutigen Thema gibt es etwas besonders Gesundes. Richtig, Dorschfilet auf Gemüse. Grüß dich miteinander. Salut Andy. Ciao August. Salut Andy. Ciao Andrea. Dann eine Marinade aus Zitronensaft, Worcester, Cayenne und Estragon, über einen aufgetauten Fisch geben und mindestens eine halbe Stunde marinieren. Fenchel, Zwiebeln, Lauch und Chinaköli waschen und rösten. Und dann in ganz feine Julienne schneiden. Dann im Erdnussöl ein paar Minuten andämpfen. Und mit Pfeffer, Salz und Paprika leicht würzen. Eine Gratinform mit Butter ausstreichen, das Gemüse drinnen verteilen, den Fisch drauflegen und mit einem Dezi Weisswein vermischt mit Wasser auffüllen. Die Form mit Alufolie zudecken und im vorgeheizten Ofen etwa 25 Minuten garen. Vor dem Anrichten Garflüssigkeit in ein Pfändchen absieben. Rahm mit Mezzen anrühren und ebenfalls dazugeben. Dann aufkochen, würzen und mit Anislikör und Estragon verfeinern. Und die Soße separat zum Gemüse und dem Fisch servieren. Auch das Rezept steht wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Ein gutes Miteinander. Und viel Vergnügen beim Ausprobieren. In einer Woche kocht an dieser Stelle wieder der Armin Amrain. Sie können aber auch schon vorher sehen, Montagabend um 20.10 Uhr in der Sendung Eschbacher. Dann kommen wir jetzt zum Wettbewerb für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage hat gelautet, wie lange haben die 10 Sportlerinnen und Sportler von Spirit of Bike gebraucht für die 3025 Kilometer von Darwin bis Adelaide? 6, 8 oder 10 Tage? Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich 6 Tage und damit 2 Tageskarten an die Expo 02 inklusive Verpflegung im Bio Tavola Restaurant Coop hat gewonnen. Zubler Monique. Ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken. Ganz besonders bei euch beiden mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Auch Sie daheim können ab sofort wieder mitmachen am Wettbewerb in der Coop-Zeitung. Es geht um das neue Expo 02-Spiel, das dieses Mal von folgenden Sponsoren ermöglicht wird: Toni Birchermüsli, Emi Milkshake, Schokato-Drink, Toni Müsli-Drink Berry Mix und Floralp Halbram geschlagen und ungesüßt. Fit durch den Winter ist heute das Thema bei uns im Studio. Und von Abteil bekommen Sie bei Coop eine Fülle von empfehlenswerten Produkten für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Für einen ausgeglichenen Mineralhaushalt zum Beispiel Magnesium plus Vitamin C und E-Brausetabletten für Muskeln und Energie. Weitere Produkte von Abteil gibt es bei uns zur Vorsorge und Linderung bei Erkältungsgefahr.
Gegen Husten und Heiserkeit empfehlen wir den feinen Abtei Fenkelhonig. Ebenfalls neu und dank Aloe Vera besonders pflegend und wohltuend bei Pfnüsel ist der Meersalz-Nasenspray sensitiv von Abtei. Und ganz allgemein wohltuend sind sicher die 20-fachen Superpunkte für eine Superprämie, die wir Ihnen bis am nächsten Montag auf dem ganzen Abtei-Sortiment offerieren. Das war es für heute. In einer Woche verratet uns unter anderem Francine Jordi, wie sie sich durch den Winter fit hält. Sie ist übrigens am Samstag, 2. Februar, bei der Schweizer Ausscheidung zum Eurosong live auf SRF 1 zu sehen. Es wäre schön, wenn Sie beim nächsten Coop-Studio auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!